Maika, viel Spaß. Nach dem Dieselskandal haben wir, das Team von Maika, uns entschieden, eine Webseite zu erstellen, die rational eine Autoberatung führt. Außerdem hilft die halt, ein Auto zu finden, was klimafreundlich ist. Wir wollen damit die Autoindustrie revolutionieren und digitalisieren. Wir, das sind Anshan Ali, Martin Mischer, Colin Rohr, Noah Baldauf und ich. Erstmal das Problem bei den Autohändlern. Die Autohändler müssen sehr zeitintensive Beratung führen, was sie viel Zeit, aber auch Nerven kosten kann. Oft erfolgt danach kein Autokauf, damit ist es herausgeworfene Zeit. Und die AutokäuferInnen haben oft keine Vorstellung, was der Kunde haben möchte. Das Problem der AutokäuferInnen. Die Recherche und die Beratung, gerade wenn man ein klimafreundliches Auto kaufen möchte, ist sehr zeitraubend, oft ortsabhängig und auch profitorientiert. Deshalb wollen wir mit MyCar eine zeit- und ortsabhängige digitale Beratung durchführen und wollen, dass jeder, der unsere Software benutzt, danach weiß, was er will und wo er es herkriegt. Wir wollen die Recherche für klimafreundliche Autos vereinfachen und durch eine rationale Beratung den Kauf optimieren. Dies ist unser Prototyp der Website. Man kann von verschiedenen Kategorien jeweils ein was ankreuzen und später wird einem dann das perfekte Auto vorgeschlagen, beziehungsweise mehrere gute Autos. Jetzt sieht man, welche Autos zu einem passen. Was uns besonders macht, ist, dass wir unabhängig und nicht profitorientiert beraten können. Außerdem bieten wir Klimafreundlichkeit durch transparente Aufklärung. Die Kunden erhalten von uns leicht zugänglich und übersichtliche Darstellung der Daten durch gute Datenbanken. Mach weiter. Zu unseren erreichten und zukünftigen Zielen. Wir haben das Team besucht und auch gefunden. Mit dem Team konnten wir bereits die Website umsetzen und den Algorithmus für die Autosuche der Beratung schon erstellen. Wir konnten bereits schon die Klimabilanz einbauen, sind damit aber leider noch nicht fertig geworden und haben in Zukunft vor, die Datenbank mit den verschiedenen Autos zu erweitern. Technologien, die wir verwendet haben. Für das Frontend Development haben wir CSS, HTML und JavaScript verwendet und für das Backend bzw. vor allem den Python-Server haben wir Python verwendet. Hier ein Bild vom Code des Python-Servers. Ein weiteres Ziel von uns ist es, mit Maika bereits öffentlich zugängliche Daten leichter zugänglich und strukturierter darzustellen. Nun, das Wochenende. Es war ein sehr informatives und lehrreiches Wochenende mit gutem Austausch mit den Teilnehmern und natürlich auch den Mentoren. Wir möchten dem Orga-Team danken und den MentorInnen natürlich für die Veranstaltung, weil ohne die wäre die Veranstaltung natürlich nicht möglich. Insbesondere unserem Mentor Finn, der uns natürlich über das Wochenende begleitet hat und die Arbeit vereinfacht hat. Durch die Fähigkeiten, die wir uns natürlich angeeignet haben hier, möchten wir das gut Gelernte für die Umwelt einsetzen und natürlich den Menschen helfen und dadurch ein besseres Miteinander. Ihr nächstes Auto finden Sie bei Maika. Ich probiere mal, ob ich wieder reden darf. Okay, ich darf anscheinend wieder reden. Vielen, vielen Dank für eure Präsentation, die bei euch besonders noch im Blick gekommen ist. Ihr seid relativ früh angereist und hattet riesige Reiserucksäcke dabei. Also Matti, vor allem du bist angereist und ich dachte, vielleicht muss man dir irgendwie mal kurz helfen. Vor allem musstet ihr noch draußen warten, um die Tests zu machen.
Ihr seid natürlich mit dem Zug angereist und habt euch trotzdem für eine Auto-Website entschieden. Aber ich freue mich sehr, dass ihr auch so auf die Klimafreundlichkeit geachtet habt, weil vor allem bei einem Wochenende wie hier, wir sehen, wie sich die Temperatur verändert, wenn nur so wenig Grad wir schon angestiegen sind. Und wenn man überlegt, wie weit es noch geht mit der Erderwärmung, es wird nicht besser. Und da müssen wir natürlich immer mehr drauf achten. Und natürlich ist es gut, immer Verkehrsmittel zu nutzen, wo besonders viele Leute mitfahren können. Aber die Lebensrealität ist auch, dass Individualverkehr vor allem für Leute auf dem Dorf ja noch sehr hilfreich ist. Und ich habe früher auf dem Dorf gewohnt und ohne Auto hätte man nicht wegkommen können. Und da ist natürlich eure Website wunderbar für. Und vielen Dank für so ein tolles Projekt. Ja, danke.